Ihr liebt diesen Filter und ich habe mir was überlegt, wie ich den jetzt auch in die YouTube-Videos bringe. Ja, willkommen im neuen Video. Heute ist wieder feierlicher Samstag. Ich habe gestern den ganzen Tag wieder gepennt. Was auch wieder sehr gut war, denke ich. Ich esse dann zwar weniger, aber dafür habe ich mehr Schlaf und kann ein bisschen runterkommen und auch meinen Stresspegel mal wieder ein bisschen senken. Heute geht wieder ins Training. Es ist wieder Tag 4. Ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Und ich habe nachher noch eine kleine Einkaufsmission. Das wird vielleicht ganz interessant. So, I am arrived. Was sagt man dazu? Ich habe gerade meine Freundin in der Umkleide getroffen. Sie ging, ich kam. Perfekt einfach. Man hat sich freundlich Hallo und Tschüss gesagt. Also die Welt ist in Ordnung. Ja Leute, ich werde jetzt mal anfangen. Ich baller das am besten hier alles in der Edit. Sollte was übertrieben Spektakuläres passieren, melde ich mich nochmal zu Wort. Ansonsten sehen wir uns später, wenn ich fertig bin. I do it so effortless. Easy. I pull that walk up and don't even have to measure it. Yeah. Your favorite rapper and your boyfriend, I be fresher than. I'm killing them. I made a lot of money with my Mexicans. Convertible form, yeah. Young, the world is yours. Yeah. Yeah. My she's spoiled. Yeah. And me, yeah, I'm on the Forbes. Yeah. Been going through some, so all I do is drink, then try to drink the problems away. Roll up every 30 minutes, trying to dump my problems in the ashtray. In the ashtray. All I've been doing, thinking about 100 million, I ain't been getting no sleep. Got a Uzi up under my seat. I like the new Stingray, but I hit the parking for a second, hop back in my demon. Boy, your name round here ringing. Yeah, these around here singing. I'm a young fool, and I ain't be ringing like BLD. I'm trying to eat my dick. Yeah, I'm trying to with a whole lot of dirty money, put it in a dishwasher. Yeah, I'm trying to clean it. Sound bro, ooh, you gotta be dreaming. Not the private, you don't see me bling blinging. Cold, got the steaming. Beat boy, rest, got the taming. No, his money, don't equal my money. D, I ain't even seen enough. His promise of my D, don't make him scream enough. Can't catch up, I ain't even moving. So what you gonna do when I speed up? And I ain't worried about nobody playing my young. Ready to heat up. I be trying to tell them don't crash. They living like they in they last game. My young know that I got them for a hell, but I'm having more bags in the trash day. Ain't the world is ours. These same people with us on our bad days. And if any say they want some smoke, we gon' put them little boys in the ashtray. And if in it say they want some smoke, we gon' put them little boys in the ass church. Übrigens Update zu der Baustelle da, ja? Leute, die haben das abgesperrt, weil die oben an den Bahnübergang bauen. Da. So richtig hat den Sinn aber dahinter noch nicht verstanden. Warum man jetzt da nicht mehr parken darf. Fakt ist, das wird lang dauern. Out the window, what do I see? A couple yachts, they got some thoughts that tried the seven seas. Got CCs and Louis V's out of every season. Carter me please, 4 G's, make them stop breathing. Must have just sent the new Ferrari, I just might cop me one. They can't be rich, they just trying to make a carbon copy of them. Counting up this new money, every single day I'm home. I ain't worried about what they be on. You do what you can, I live a lifestyle on the daily homes. Raises on my right wrist, I got 80 on, my fragrance strong. My don't talk with tape in, she don't ride it with no lace on. Poured the ace gone, the double R, the gray stone. The inside blueberry and the outside is eight. Look out the window, what do I see? A couple yachts, they got some thoughts that tried the seven seas. Got CCs and Louis V's out of every season. Carter me please, 4 G's, make them stop breathing.
It's hard to stomach that. I'm out running laps and I ain't coming back. Maybach jumping like a jumping jack. Off the mumble rap, where Roddy at? I be chasing chicken, had to cut the fat. Only wear it one time, did a show, forgot to cut the tag. Another day, another seal, another deal, another bag. Was 19, charting up the jets, I'm in another class. Just couldn't even tell, I was out getting cash. Graduated from the streets, I ain't gotta bring up my past. Look out the window, what do I see? A couple yachts, they got some thoughts, they tried the seven seas. Got CCs and Louis V's out of every season. Carter me please, 4 G's, make them stop breathing. Look out the window, what do I see? A couple yachts, they got some thoughts, they tried the seven seas. Got CCs and Louis V's out of every season. Carter me please, 4 G's, make them stop breathing. Kinas, als allererstes reite ich jetzt in den Rewe rein, weil da gibt es nämlich, soweit ich weiß, Monster und Range im Angebot. Ich hoffe, das stimmt auch noch. Nicht, dass das Angebot schon wieder jetzt am Wochenende zu Ende ist. Und dann jetzt ins kaufende Land und dann kaufe ich was Spannendes ein und gehe noch weiter aufs Training ein. Ich hole jetzt erstmal Energy. So, der typische Kofferraum eines Powerlifters. Da sind noch Energies, da unten sind immer welche. Hier ist schon mal der erste Teaser. Was habe ich wohl vor? Teaser weiter. Wichtigste Zutat wahrscheinlich mit ist diese. Kommt ihr jetzt drauf? Und diese. Und was der Wächter des Nordens noch dazu macht. Diese. Wisst ihr es jetzt? Und der Gewinner ist... genau, das Butter Chicken. Dieses indische Gericht, was der Pascal jetzt immer so gern isst. Der Pascal Su. Ich dachte mir, das klingt irgendwie echt interessant und lecker. Und er hat mich damit jetzt echt ein bisschen angetriggert, was klar war, dass ich einfach eine vegetarische Variante davon mache. Ich esse ja kein Fleisch mehr, weil es mir einfach nicht mehr schmeckt. Ich bin ehrlich, also Hähnchen esse ich wirklich nur noch, wenn es frittiert ist. Also richtig so mit so einer Panade drumherum. Dann ist es noch geil so. Also wenn es nicht mehr, wenn man das Fleisch nicht mehr schmeckt. Fisch esse ich noch, ganz normal tatsächlich. Das juckt mich nicht so. Aber ansonsten bin ich bei Fleisch wirklich raus. Ich habe öfter mal wieder was probiert und bis auf diese wirklich frittierte, panierte Hähnchen esse ich auch echt wirklich nicht mehr. Ne? Schmeckt mir alles nicht mehr. Ist irgendwie so. Ja, und dieses Hähnchenersatzzeug, was ich da jetzt gekauft habe, ist tatsächlich von der Konsistenz sehr ähnlich zu Hähnchen und auch vom Geschmack sehr ähnlich. Ja, ist wirklich das erste, was ich mal gefunden habe, was dem nah rankommt, ohne aber eklig nach Hähnchen zu schmecken, so wie ich es nicht mag. Ne? Ja, und ich werde mal daraus dieses Butter Chicken jetzt machen. Bei mir wird es dazu aber noch Brokkoli geben. Das ist mir zu wenig Gemüse da drin. Das bisschen Zwiebel und Paprika und so. Und gehackte Tomaten ist ja da nicht drin. Und ich werde noch Koriander dazu machen. Ich denke, Koriander kannst du überall aufmachen. Die kommt doch mittlerweile auf meine Bowl of Love ruf. Das ist schon Koriander. Ist schon, oh, ich liebe ihn, ne? Ja. So, jetzt fahren wir nach Hause. Und dann werde ich mich ans Kochen machen, weil ich habe jetzt auch echt Hunger. Ich muss wahrscheinlich erstmal was anderes kurz noch essen. Und dann nehme ich euch mit, wenn ich dazu reide. Und kriegt ihr live zu sehen, wie der Bums eigentlich schmeckt. Und dann können wir über Training quatschen.
Land. Ich bin ja gespannt, ne? Ich kenne indisches Essen, aber ich habe keine Ahnung, wie das riecht, ne? Mit die Würze. Oh, das riecht gut. Das riecht wie Weihnachten. Weil da ist ja Kardamom und so drin, ne? Zimt, Kardamom, Pfeffer, Anis, Ingwer, Kreuzkümmel, Nelken. Riecht total nach Weihnachten. Geil. Da bin ich mal gespannt, kann ja nötig werden. So, schneide ich jetzt erstmal Zwiebel, Paprika, dann sehen wir uns wahrscheinlich im verheulten Zustand wieder. Leute, ich habe jetzt erstmal angefangen, den Reis schon mal zu kochen und den Brokkoli, weil ich in diesem Topf nämlich nachher auch das Butter Chicken dann zubereite und damit der Brokkoli nicht gleich das komplette Gewürzzeug von dem Garam Masala an sich nimmt, habe ich erstmal den Brokkoli jetzt solo gemacht, dann ist das nämlich schon mal fertig. So, Zwiebel und Paprika ist geschnitten. Ich mache allerdings nur eine halbe Zwiebel rein, keine ganze. Ist auch normalerweise keine. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe eigentlich Knoblauch zu Hause gehabt. Ich habe deswegen keinen gekauft. Jetzt ist der aber komplett verschimmelt gewesen. Jetzt kann ich den da nicht rummachen. Ich hoffe, das macht keinen großen Unterschied. So, ich habe den Bums jetzt vermengt. Wundert euch nicht, dass das anders aussieht. Als wenn man es mit Hähnchen macht, das ist halt nur mal Fleischersatz. Hab's abgeschmeckt, schmeckt aber wirklich sehr gut. Jetzt kommt das kurz in die Pfanne und dann geht's zum nächsten Step, Gemüse anbraten und dann kommt das damit dran. So, das köchelt, das brät noch ein bisschen an und dann kommt das gleich dazu. Zwischenstand, ich bin ja auch eine richtige Sau, ne? Das ist Kurkuma, perfekt einfach. Was mich jetzt voll erschrocken hat, man soll jetzt hier tatsächlich nochmal jeweils einen Teelöffel von den Gewürzen reinmachen. Trotzdem man das ja da auch schon gemacht hat. Ja, also nicht wundern. Hier auch nochmal. Dann habe ich jetzt hier nochmal die letzten 100 Gramm Joghurt mit drin. Da sind 100 Gramm dran. Hier sind nochmal 100 Gramm. Geriebener Ingwer ist jetzt hier mit bei. Knofi, wie gesagt, fehlt. Jetzt kommen die gehackten Tomaten noch rein und die Cashewkerne. Ab dem Punkt hier kann man natürlich dann auch nochmal abschmecken. Und ich habe jetzt noch mal mehr Ingwer drin gepackt. Mmh. Boah, viel geiler. Junge! Jetzt kommt das doch darin. Ich würde einfach nur ein bisschen köcheln. Ja, jetzt kommt die Sonne raus, oder was? Jetzt, wo ich nicht mal rausgehen will. Oh. Leute, ich glaube aber ehrlich, dass das richtig geil schmeckt. Also ich habe es jetzt schon mit den Gewürzen abgeschmeckt. Bruder, Alter, ich glaube, das ist der Hit. Eieiei. Ich glaube, das könnte, ja, das könnte jetzt bei mir auch öfter auf dem Teller stehen. Und Pascal, du hast es geschafft, dass ich mal wieder vernünftig koche. Das hat was zu bedeuten. Ich faule Sau koch sonst nur noch so, halt, dass ich was zu essen habe, aber nicht mehr so mit Liebe, ne? Das ist mal wieder was richtig Geiles. Achso, Ingwer macht ihr einfach nach Bedürfnis rein, wie viel ihr haben wollt. Ne? Also ich habe jetzt die Hälfte von dieser Knolle, die war auf der anderen Seite auch ungefähr so groß wie das Stück, was ich in der Hand habe. Also was weiß ich, 10, 20 Gramm, was ich jetzt darin geklatscht habe. Also je nach Geschmack. Ne? So, Geschmacksprobe. Bin ja gespannt. Heftig. Junge. Leute, das ist genial. Ganz ehrlich, ist 20 mal besser als beim Inder. Boah, das ist so gut. So, jetzt gucken wir mal mit Koriander. Und weil es zu faul, den klein zu hacken. Also ein bisschen Pfeffer so dazu. Digga, das ist Endstufe geil. Oh mein Gott. Mmh.
Also jeder von euch, der Koriander mag, macht noch ein bisschen Koriander dazu. Es ist so geil. Also nur ein bisschen, nicht den ganzen Teller voll. Nur so ein bisschen, dass ihr ab und zu mal... Schön kleckert. Der Reis ist überall, Bro. Dass ihr ab und zu mal so ein bisschen Koriander mit drauf habt. Boah. Und ich kann auch wirklich Brokkoli dazu empfehlen. Schmeckt super. Oh mein Gott, Alter. Das gibt's nicht. Und mit diesem vegetarischen Hähnchen. Super. Kann mich nicht beschweren. Ist richtig geil. Wirklich. Das ist ein Traum. Das ist... Ich muss das mal essen, Leute. Das ist so geil. Junge, schmeckt das geil. So, Leute. Zum Training wollte ich ja noch was sagen. Ich habe mir auch schon wieder voll gekleckert. Wie immer bei mir Fische-T-Shirt an und direkt raufsabbern, ne? Nur mal Scheiß dabei zu kochen. Ja, also Momentum ist die ganze Woche da gewesen. Richtig wild. Ich habe auch für mich festgestellt, dass ich sowas mittlerweile viel eher mitkriege. Das war früher nie so, dass ich das so gecheckt habe. Vielleicht gab es da auch Momentum in Woche 4, ich weiß es nicht. Bei dem ersten Mal, wo ich Rise and Grind Wettkampf und so gemacht habe. Aber irgendwie ist mir das jetzt mal viel krasser bewusst gewesen. Und was ich diese Woche auch wirklich mal hatte, dass ich mir bei den RERs sicher war. Und das ist für mich ein Meilenstein. Ich habe ewig gebraucht, wirklich sagen zu können, ich habe die RER getroffen, ich habe sie nicht getroffen, die war niedriger, die war höher. Und die Woche war das wirklich das erste Mal, dass ich das wirklich sagen konnte, ja, du warst Punktlandung oder nee, du warst noch ein bisschen drunter. Ja, drüber war ich, glaube ich, nirgendwo, über dem ihren Sinne. Das war ein Meilenstein. Also ich bin jetzt guter Dinge, dass das mir jetzt auch leichter fallen wird in Zukunft. Und ja, generell geile Werte die Woche erreicht. Wirklich jetzt die 100 Kilo auf 6 gehoben. Das heißt, wir sind jetzt auch wieder bei den alten Kraftwerten, ja, auch beim Heben, richtig nice. Bin sehr gespannt auf die Ballerwoche. Auch in der Beuge, die pausierte Competition-Beuge mit, ich blende die mal jetzt noch hier ein, von Donnerstag mit, das Gewicht sollte man schon noch wissen, gucken. 95 Kilo auf 5. Am Montag hatte ich, ja, am Montag hatte ich 102,5 auf 6 Reps. Also Beuge geht durch die Decke, richtig. Also die zeichnet sich am stärksten ab. Da ist richtig Dampf in den Backen, ja. Heben scheint sich jetzt auch so hinterher zu ziehen, so zweiter starker Lift. Und Bank ist gerade eher so, also zumindest die Competition Bank, eher ein bisschen schwächer, finde ich. Aber die Variationen im Bankdrücken sind stark. Und ich bin echt gespannt auf nächste Woche, weil da könnten so richtig geile Zahlen fallen mit Volumpia aus. Ich mache das jetzt übrigens auch so, dass ich mir... bevor ich den Trainingstag habe, schon Tage vorher im Idealfall, die Werte hinschreibe, die realistisch sind, die ich erreichen will. Das hilft mir gerade auch sehr gut, eine Punktlandung, was die RER angeht, zu machen. Ich habe nämlich sonst im Training das nicht gemacht. Ich bin ins Training rein, habe mir die Gewichtsspanne angeguckt und habe da einfach irgendwas ausgewählt. Und damit habe ich eine viel realistischere Einschätzung, ne, weil ich halt von dem ausgehe, was ich den Tag vorher im Training gefühlt habe und was ich als realistisch sehe, wo ich nächste Woche sein müsste, ja, vom Gewicht her. Ich mache das auch gerade weniger tatsächlich von dem weiblichen Zyklus abhängig. Ich bin ja gerade in der PMS und nächste Woche in der Ballerwoche soll die Menstruation kommen. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt langsam leistungsschwächer werden. Aber Leute, ich merke davon noch nichts. Und ich versuche es jetzt einfach weiter so durchzuführen, weil dann habe ich ja schon mal so einen Referenzwert, um zu gucken, bist du wirklich leistungsschwächer oder vielleicht doch nicht. Ja? Das heißt, ich setze mir jetzt trotzdem die Gewichte, wo ich es als realistisch sehe, wo ich mit der RER, die ich nächste Woche treffen soll, sein müsste. Ja? Welche Gewichte das sein sollten. Und probiere das einfach aus.
In der Ballerwoche wird geballert. Ja, wenn ich overshoote, ist auch nicht schlimm. Deswegen, wir probieren es einfach aus. Es passt sogar ganz gut in dem Moment, dass die tatsächlich in der Woche mit der Menstruation ist, weil ich das dann wirklich exakt ausprobieren kann. Ne? Ja, des Weiteren esse ich natürlich, also oder gucke ich, dass ich gerade mehr Carbs esse. Das kann natürlich auch bewirken, dass ich weniger leistungsschwach bin, als wie wenn ich weniger Carbs essen würde. Ich gucke darauf, dass ich mein Stresslevel am Wochenende runterfahre, wenn ich frei habe. Das heißt, letztes Wochenende habe ich am Freitag die 17,5 Stunden geschlafen. Jetzt gestern, also diese Woche auch wieder. 16 Stunden, glaube ich, waren es. Ich glaube, dass dieser Schlaftag halt auch unglaublich gewinnbringend ist, um wieder Energie zu tanken. Selbst wenn ich weniger esse an dem Tag, dieser Schlaf macht eine Menge aus. Der bringt mir Energie zurück. Dann auch die Tatsache, dass ich mir am Wochenende nichts weiter vornehme, ja, sondern wirklich nur ins Training gehe, einkaufen gehe und das war's. Und mein Stresslevel einfach mal unten halte, scheint auch was zu bringen. Ja. Und ich werde das jetzt auch definitiv so beibehalten, solange ich nicht dringend irgendwo hin muss. Ja. Und dann werden wir mal sehen, wie der Block jetzt zu Ende läuft. Ne? Wie die Ballerwoche aussieht, was ich danach für ein Fazit ziehen kann, wie ich weiterhin in der PMS- und Menstruationszeit verfahre, ob ich die Intensitäten senken muss oder ob vielleicht nicht. Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und ja, der Deload fällt dann genau in die Endphase der Menstruation. Da habe ich übrigens auch Urlaub in der Woche. Also das heißt, es ist ein richtiger Deload, ja. Und übrigens, nach der Urlaubswoche verändern sich meine Arbeitstage. Also ich werde auch mal an anderen Tagen arbeiten. Ich werde nicht immer die gleichen Tage arbeiten wie jetzt, sondern werde auch mal am Wochenende arbeiten. Ich werde keine 4 Tage am Stück mehr haben. Das längste, was ich habe, sind 3 Tage am Stück. Und das längste, was ich habe, sind 3 Tage am Stück mit 10 Stunden. Das heißt, da kommt auch Veränderung ein. Das heißt, die Trainingstage werden auch mal ein bisschen rotieren. Das heißt, ist für YouTube gar nicht mal so schlecht. Ich kann auch mal euch zu anderen Trainingseinheiten mitnehmen, als wir jetzt immer nur am Samstag halt so. Ne? Ja, und ich erhoffe mir natürlich auch, dass dadurch, dass ich weniger arbeite, also ich habe zwar natürlich dann an den anderen Tagen meist 10-Stunden-Schichten, aber einfach, dass ich mehr frei habe, hoffe ich mir natürlich, dass sich das auch aufs Training natürlich positiv auswirkt und auf meine mentale Gesundheit. Also dass einfach mal mein Stresslevel ein bisschen sinkt und ich auch mal ein bisschen Zeit für andere Dinge wieder habe. Ne? Ja, also das verändert sich auf jeden Fall. Also bleibt spannend, Leute. Gut, wir sehen uns nächste Woche in der Ballerwoche. Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Video dann mache. Ich werde euch auf jeden Fall jede Einheit natürlich mitnehmen. Vielleicht wird das Ganze ein komplettes Voice-Over. Müssen wir mal sehen, wie ich das dann zusammenbaue. Aber auf jeden Fall werde ich euch die ganze Woche zeigen, was dann wirklich passiert ist und ob die Zahlen gefallen sind, die ich jetzt schon so in meinem Kopf habe. Es bleibt spannend. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Kocht gerne meine Version mal von diesem Butter Chicken nach, wenn ihr Vegetarier seid. Auch wenn ihr nicht Vegetarier seid, könnt ihr das ja mal, wenn ihr Koriander und Brokkoli mögt, damit mal essen. Und ansonsten, ich bin over and out. Wir sehen uns im nächsten Video.